So, ich spiele einfach mal Spindel. Und die ganzen Sachen, die mir so auffallen. Ne? Wenn ich hier jetzt einfach Enter drücke, war es vorhin auf Englisch. Naja. Aber ein bisschen Feedback und so. Wieso ist denn der Ton schon? Der Moment, hier den Ton, den packe ich eben noch, bevor ich es wieder mal verkacke. So, aufs Headset. Und die Lautstärke ein bisschen tiefer. Und dann gucken wir mal. So, Spindel. Ich frage mich, warum man da keinerlei Hinweis bekommt, dass man bestätigen muss. Kann man eigentlich eine beliebige Taste drücken? Nee. Enter. Ja, toll. Wach auf! Wir müssen schnell weg von hier! Wie kann man nur so leichtsinnig sein? Los! Mach schon, du Dummkopf! Folge mir! Hat es schon immer Platsch-Platsch gemacht? Du wunderst dich, was los ist? Du hast die Spindel berührt! Wir müssen das wieder hinbekommen. Komm schon. Da bist du ja. Los, mir nach. Ich spüre, dass es hier ist. Verdammt. Hier auch nicht. Keine Chance, aber wir müssen da rein. Ich finde super, dass inzwischen Balken da sind. Ich denke mir aber, die Kamera gehört weiter nach oben. Irgendwie. J. Ein Loch. Vielleicht kann ich mich hineinzwängen. So aus, als könnte ich das Tor von dieser Seite aus öffnen. Pass mal auf. Bam. Hey Junge, was machst du denn hier? Oh, das ist mein Vater. Es gab heute Nacht ein Erdbeben und ich hörte Schreie vom Friedhof kommen. Als ich nachsah, fand ich ihn dort auf dem Boden liegend. Es ist zwar der Bürgermeister, aber ich weiß gar nicht, was er um diese Zeit dort noch wollte. Junge, etwas Böses. Er hat seitdem unglaubliche Schmerzen. Ich kann es mir nicht erklären. Du musst dich ausruhen. Ich weiß, das klingt merkwürdig, aber er müsste längst tot sein. Bitte? Du musst zum Friedhof? Das halte ich für keine gute Idee, aber wenn du darauf bestehst... Du hast den Friedhofsschlüssel erhalten. Aufi, aufi. Das klang halt gerade voll wie ein Schaf. Keine Ahnung, wo das herkam. Sehr gut. Weiter. Das ist übler, als ich erwartet hatte. Wir müssen rausfinden, was hier los ist. Hier sind wir definitiv richtig. Aber nimm dich in Acht. Hier stimmt etwas nicht. Plumps.
konnte das nur hierhin gelangen? Was du hier siehst, ist ein Teil meiner Kraft. Oder nun besser gesagt, deiner Kraft. Du hast einen Teil deiner Macht zurückgelangt. Drücke K, um die Sense zu schwingen. Sah gerade seltsam aus. Du hast den Monsterteil gefunden. Im echten Spiel wirst du sie sicher beobachten. Was natürlich ein bisschen blöd ist, weil der Spielstand wird ja nicht gespeichert, ne? Ein kleiner Schlüssel, damit lässt sich so manches Schloss öffnen. Tja, welches denn nur? Ein goldener Schlüssel. Suche ein goldenes Schloss. Tja, wo könnte denn nur ein goldenes Schloss sein? Ach, das Schwein teleportiert ja. Kommt mir das nur so vor, da bewegt sich irgendwas schneller. Es ist immer noch total underwhelming. Aber hey, auf Anhieb geschafft. Hallo, Junge. Ich danke dir. Du hast mich von meinen Qualen erlöst und nun bin ich endlich frei. Bevor ich gehe, möchte ich dir noch den letzten Punkt meiner Lebenskraft schenken.
Das hast du gut gemacht. Du kannst es dir sicher schon denken. Ich bin ja tot. Meine Kraft wurde zerstört und ich konnte mich nur noch in dieses Schwein retten. In 5 Teile ist meine Kraft zersplittert. Aber einen Teil hast du ja bereits schon. Wir müssen auch die anderen Teile finden. Hallo, an dieser Stelle endet diese kleine Demo. Du kannst nun frei die Umgebung erkunden und noch das ein oder andere Geheimnis entdecken. Wenn dir die Demo von Spindel gefallen hat, würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Warum sind hier mehr Blumen als andere? Aus den Lebendigen wird das Tote, aus dem Toten wird das Lebendige. Aha. Ja gut, mit den Blumen davor. Solange wir es sind, bist du es auch. Bist es auch du. Aha. Hätte ich doch Spindel unterstützt. Der Kickstarter kannst du jemanden auf der M-Grabstein verlieren. Mehr Infos in der Kickstarter-Kampagne. Kaum zu lesen. Wir hoffen, dass du bald wiederkommst. Aha. Zu dem großen Grabstein, ja? Friedhof von Mar. Das Erdbeben gestern Nacht hat viel Schaden verursacht. Ich bin froh, dass unsere Nachbarn uns so unterstützen. Es gibt viel zu tun. Die Brücke im Südosten habe ich auch schon repariert. Ein Hint? Es ist nichts passiert. Nichts passiert. Ich koche für unsere Nachbarn, die uns so toll helfen. Dann ist alles so, wie es schon immer war. Das Buch der Mutigen. In diesem Buch werden all die eingetragen, die den Mut hatten, das Spiel besonders zu unterstützen. Geh auf unsere Kickstarter-Seite, um mehr zu erfahren. Okay. Warum stehen hier schon Leute drin, aber ich irgendwie noch nicht? Bürgermeister zu sein ist sicher nicht leicht, aber ich schaffe das. Das Buch der Patrons. In diesem Buch sind all die Leute, die das Projekt schon seit vielen Jahren vor Kickstarter unterstützt haben. Vielen lieben Dank. So, hier muss ja irgendwo mein Name stehen. Warum steht mein Name hier auch nicht? Das ist irgendwie deprimierend. Nachdem ich ja doch einiges zu dem Spiel beigetragen habe, möchte ich meinen. Hoffe ich. Was ist denn das hier? Na? Kann man nicht lesen, okay. Ich habe das Gefühl, die anderen Dorfbewohner wollen es noch gar nicht wahrhaben. Okay. Das ist also tatsächlich schon drin. Okay, muss ich dran denken. Die Pflanzen gedeihen in diesem Jahr nicht, aber das wird schon. Ich habe nichts von einem Erdbeben mitbekommen. Nun gut, dann holen wir uns mal die Spezialkraft. Du hast es also bis hierher geschafft. Warst du schon im Wald? Vielleicht gibt es ja da auch noch das eine oder andere zu entdecken. Wir sind die Entwickler von Spindel und hoffen, dass dir die Demo gefällt und dass du uns auf Kickstarter unterstützt. Und weil wir so nett sind, schalten wir dir nun eine neue Fähigkeit frei. Drücke L, um zwischen dir und dem Schwein zu wechseln.
So. Dann gucken wir mal. Moment, jetzt habe ich hier aber irgendwas. Hä? Wieso hat das Schwein jetzt gerade... Hä? Das habe ich jetzt nicht kapiert. Da wollte ich doch jetzt gar nicht hin. Okay. Okay, kann es sein, dass man dafür den Stein oben gebraucht hat? Also ist es quasi ein Feature? Dass das Schwein Sachen mitnehmen kann. Oh. War offenbar nicht so schlau. Sind aber nicht alle verschiebbar ohne weiteres. Aha, und jetzt habe ich quasi einen Stein, mit dem ich Kisten kaputt machen kann. Wobei es ja wenig Sinn macht, weil da unten zwei Kisten sind, also wird ihr wahrscheinlich erstmal da kaputt machen. Ah. Okay. Das ist also quasi ein unkaputtbarer Stein, der alles kaputt machen kann. Okay, das macht Sinn. Oder so. Okay, die sind also verschiebbar. Das bedeutet, ich kann den hier verschieben, ich kann den hier nicht verschieben. Und mit dem kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Den kann ich verschieben. Den kann ich verschieben. So. Den kann ich verschieben. 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 Okay, warum auch immer ich das Ding getroffen habe. So, aber was bringt mir das jetzt?
Okay. Tja, warum liegt da Stroh? Ich könnte natürlich auf die Idee kommen. Warum komme ich da nicht durch? Echt jetzt? Warum komme ich da mit dem Schwein hier nicht durch? Also ja, Schwein ist fett denn, ne? Aber... Ich könnte vermuten, dass ich mit dem Skelett hier unten hin, also mit dem Kopf zum Skelett muss. Vielleicht ja aber auch andersrum, vielleicht kann ich ja... Ne. Könnte es sein, dass das Stroh da nicht umsonst liegt? Was passiert? Ja. Aha. Boah, ey. So. Ich habe ehrlich gesagt gerade wenig Peil, was... Was hier der Gedanke ist. Aha. Danke fürs Zusammenbauen. Nimm diese Münzen zum Dank. Ich habe noch keine Ahnung, was ich nun machen soll. Vielleicht werde ich Model. Oh, wow. Dafür... Okay. Das war jetzt aber doch sehr underwhelming. Okay, verstehe. Dafür ist dann, dass man hier wieder zurückkommt. Okay, das macht Sinn. Irgendwas versteckt? Nee. So, hier hat sich mir die Frage gestellt, warum man hier nichts machen kann, aber hier hat sich offenbar nichts geändert. Da ist der grimmige Holzfäller. Ich hacke Holz. Lass mich in Ruhe. So, hier haben wir was fürs Schwein zum Fressen.
Da ist auch nochmal Schweinefutter. Aber hier gab es doch noch irgendwo einen Weg zur Seite, dachte ich, oder? Oder war das der Weg da? Ich frage mich ja, was passiert denn, wenn ich diesen auffälligen Baumstumpf... Ja, nichts passiert. Also es ist ja offensichtlich, dass hier was ist. Bekommt man irgendwo irgendwas angeteasert, abgesehen von dem Ding? Irgendwie nicht. Und ich weiß, dass irgendwo hier was sein muss. Hier ist dann bloß noch der Angelbereich. Mirakulös. Hä? Achso, ich hab den Stein weggeschoben. Ich muss halt irgendwie blind sein, ne? Ich sehe es nicht. I has no clue. Gehen wir mal erstmal zum Angler. Da nur nichts nutzt. Wenn du angeln willst, stell dich ans Ende des Stegs und drücke J. Will ich das? Die Angel. Drücke J, um die Richtung und Wurfkraft festzulegen. Mit WASD kannst du den Köder bewegen. Hat ein Fisch angebissen. Drücke schnell, wiederholt J, um ihn an Land zu ziehen. Drücke I, um aufzuhören. Nein. Was haben wir denn? Ein Feuerfisch. Aha. Und wir haben ein Seeschläfer. Und wir haben ein Schlupffisch. Was auch immer da jetzt gerade aufgetaucht ist.
Ups. Okay. Erklärt natürlich, warum ich den bislang nicht habe finden können. Weil ich kam ja nie zum Angeln. So, das war einfach. Hey, cool, meine Steine sind immer noch da. Tja. Okay, dann schätze ich mal, habe ich jetzt so ziemlich alles gesehen, oder? Ist natürlich auch gemein, sowas einfach hier in einem Minigame zu verstecken, dass ein Boss getriggert werden kann. Ja, ein Fisch fehlt mir im Grunde noch. Den will ich auch noch haben. Hieß es nicht auch irgendwie, dass man mit WASD den Köder noch bewegen könnte? Na, weil wenn ich WASD... Ah. Aha. Du hast eine Grünforelle gefangen. Rekord. Ja, cool. Dann habe ich jetzt alle... Es ist im Wald verschwunden. Ja, gut. Ich habe es schon besiegt. Dann habe ich jetzt alle Fische in Aquarien. Kann ja mal noch gucken. Es gab ja dann noch im Dungeon einen Raum, den ich noch nicht in diesem Playthrough geholt habe. Ich frage mich, wieso zwar die Gegner respawnen, aber die Steine nicht wieder da sind, wo sie hingehören, sag ich mal, ne? Ja, vielleicht kommt ja gleich noch ein schönes Out of Memory oder so. Der sagt auch nichts Neues. So, und zwar... Ich bin sehr schlau. Ja, gut, also... Dann gehe ich eben hinten rum. Die Tür ist noch offen. Das ist sehr schön. Jetzt habe ich auf jeden Fall genügend Möglichkeiten.
So, was? Danke dir, ich war doch echt ohne Schwert unterwegs. Es ist gefährlich, so ganz allein. Ja. Okay, hier hat sich nichts weiter getan, außer diese Zelda-Anspielung. Die man ja auch schon kennt. Und dann ist es ja auch noch so, jetzt wo ich das Schwein habe, kann ich ja auch mit den Köpfen endlich was anfangen. So mehr oder weniger. Hä? Okay. Ja, das war's denn. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht, was ich noch in der Kickstarter-Demo sehen können sollte. Ne? Also mir wäre jetzt zumindest so nichts bekannt, was für diese B-Demo vorgesehen war, was ich hätte sehen sollen. Weil es ist ja nur dieses Areal und wir haben ja schon nach 10 Minuten gesehen, hey, hier, bist durch. Ja, und jetzt haben wir trotzdem noch 20 Minuten, 30 Minuten drangehangen. Aber... ja, ist ja cool. Es ist nicht abgestürzt. Das finde ich schon mal sehr, sehr erfreulich. Ne, aber ich freue mich auf jeden Fall mehr von dem Spiel zu sehen. Ich meine, insgesamt war ja die Spielzeit irgendwie auf so, ich weiß nicht, ich mag mich falsch erinnern, 5, 6, 7 Stunden ausgelegt irgendwann mal. Ne, und ich meine, wenn ich jetzt eine Stunde in dem ersten Areal hier fast verbracht habe, also ich freue mich schon, das für die Switch zu holen. Ne? Ja, dann... heißt es fleißig Kickstarter-Bäckern. Ich verstehe zwar nicht, wieso hier der Link nicht mehr da ist, aber wahrscheinlich ist es in der Steam-Beta-Demo einfach nicht da vorgesehen. Ja. Spindle gibt es jetzt bei Steam und auf Kickstarter.